Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. So, ich habe schon mal eine Tour für uns rausgesucht. Und dann wollen wir gleich mal gucken, dass wir da entsprechend noch was holen. Uns fehlt ja noch so ein bisschen was, ne? Damit wir uns den ersten eigenen LKW zulegen können. Ja, mal gucken. Irgendwie müssen wir das auch noch hinkriegen. Ja, diese Woche wollen wir das wieder ein bisschen konstanter machen. Und dann, ja gut, ich sag mal bis Ende der Woche, wenn wir es nicht geschafft haben. Weil vielleicht machen wir dann auch mal in der Freitagsfolge oder am Wochenende nochmal so eine extra Folge, wo wir dann vielleicht ein paar Touren mehr machen, sodass wir das nötige Kleingeld noch zusammenkriegen. So, wir fahren eine Walze. Gucken. So, nee, das will ich nicht. Ich will eigentlich Licht anmachen. Genau. Zumindest ein bisschen Licht an. Oh, vorsichtig, war ein bisschen schnell. Ja. So, rechts rum. Ups. Ja, ziemlich eng hier, ne? So, sollen wir lang rechts rum, soll es gehen. Ach ja, herrlich. Ups. Überhaupt nichts los hier, hm? Vielleicht gerade alle schon auf der Arbeit. Keiner will irgendwo hin. Das wäre immer total untypisch, ne? Weil eigentlich ist ja immer was los. So, bei mir jetzt gerade, da wird so eine riesen... Na, was heißt Umleitung nicht? Es ist so eine Umgehungsstraße, die weiter ausgebaut wird. Und dadurch muss man praktisch die bisherige Umgehungsstraße ist dann nicht nutzbar, weil der nächste Abschnitt genutzt, also gebaut wird und man dann praktisch von nirgendwo aus da jetzt irgendwie hinkommt. Das ist so... Ja, es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie seit Monaten sich nichts tat. Ja, also... Faszinierend, wie lange das dann geht. Aber sowieso immer mit diesen Baustellen interessant zu sehen. Ne? Bei uns hier wird hier in der Ecke gebaut. So ein Haus. Und da kann man dann immer sehen, wie dann wochenlang kein einziger Handwerker hinkommt. Dann sind die mal so ein paar Tage da. Dann sind die wieder ein paar Ewigkeiten nicht da. Und so, hä, warum, wieso? Eigentlich müsste es doch konstant weitergehen. Also die Firma will doch garantiert das auch fertig haben, dass sie sich ans nächste Projekt hängen kann. Aber... Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass diese Firma alles irgendwo gleichzeitig hat. Dann fährt sie mal hier auf die Baustelle ein paar Tage hin, dann da auf die andere Baustelle wieder für ein paar Tage. Und so wird es dann wahrscheinlich die ganze Zeit laufen. Und jetzt fahr bitte los. Und deshalb, also zumindest könnte ich es mir nur so logisch vorstellen, aber es ist halt schon so, ne, ein bisschen eigentümlich. Naja. Wer weiß, wie das jetzt sowieso kommt, ne, wenn die Zahlen immer mehr steigen und noch mehr Leute irgendwelche komischen Demos in Berlin machen. Solche Hoshi ist da. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man das halt zugelassen hat, ne? Dass man gesagt hat, so, oh, ja, dullulup, ja, die dürfen das doch. Und so, okay, wir wissen doch alle, was da passiert. Boah, sag ich jetzt nicht, ich kann da nicht langfahren. Ah, doch. Also ich fahre jetzt hier einfach lang, ja? So. Ist halt schon so ein bisschen eigenartig, ne? Warum da extra nochmal geklagt wurde dagegen, gegen das Verbot und man dann gesagt hat, ja, nee, die dürfen doch. Auch wenn jedem klar ist, dass sie da sich wieder nicht dran halten und dann natürlich andere gefährden auf der Rückreise oder wenn sie wieder zu Hause... Oh, verdammt. Es war doch gesperrt. Ey, jetzt hoffe ich, dass wir dran vorbeikommen. Das sieht aber nicht gut aus. Na, haben wir doch mächtig viel Platz gehabt, also mehr Platz als gedacht, aber puh, ja gut, also das nächste Mal wissen wir Bescheid, okay, lieber nicht da langfahren, also diese Sperrung hat anscheinend dann doch Sinn, aber ziemlich cool, ne, also das gab es früher noch nicht, also es hat auch schön zu sehen, ne? Wie sich sowas halt immer weiterentwickelt und ich muss unbedingt den ATS weiterzocken, beziehungsweise endlich mal richtig anfangen. Was ist da jetzt los? Spiel unterbrochen? Ja, Was zur Hölle? Das muss ich nicht verstehen, ne? Ja gut, ich glaube, dieses Kabel sitzt nicht mehr so richtig, mit dem ich den Controller hier anschließe. Na, da wahrscheinlich. Das ist ein Problemchen. So kurzzeitig, so für eine Mikrosekunde dann irgendwie die Verbindung verloren. Schwupps.
Ach genau, Tempomat an, wunderbärchenhaft. Ach, jetzt kann es laufen. So, gucken, wie weit ist es noch? Noch 200 Kilometer. Okay. 3 Stunden. Ah, das packen wir locker. Sprit haben wir auch genug. Yay. Sollte eigentlich alles gut gehen, ne? Ist jetzt so ein bisschen komisch, ne? Hier drin, ja, ziemlich hoch. Also so im Vergleich zu den Armaturen da vorne. Na gut, ich habe eine schöne Sicht, ne? Ach ja. So. Ist aber auch relativ wenig los, ne? Ja, ziemlich human. Kann man ja aktuell nicht sagen, ne? Eigentlich ist ja mehr oder weniger alles so wie sonst. Wobei ich ja diese Diskussion ganz interessant fand mit den Heizpilzen, ja? Die ja eigentlich überall verbannt waren, wobei ich der Meinung bin, ich habe die öfter schon mal irgendwo gesehen. Und jetzt ja dann so nach dem Motto, wir wollen da jetzt nicht auf irgendwelche Sachen achten. Wir wollen jetzt einfach nur die Dinger aufstellen, damit wir länger praktisch die Leute auch draußen hinsetzen können oder sie dahin können. Also man kann es ja schon irgendwie verstehen, ja, aus wirtschaftlicher Sicht. Die haben ziemlich viel Einbußen gehabt und so größtenteils. Und da war ja dann halt nichts, wo sie dann Geld mitmachen konnten. Und die versuchen sich dadurch ja noch ein bisschen die Saison künstlich zu verlängern, damit sie dann einfach noch Einnahmen generieren können. Denn denen geht es ja halt echt nicht so gut. Also ist schon verständlich. Aber ob der Heizpilz unbedingt die Lösung ist? Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass dann so viele Leute wirklich das nutzen würden und sagen, ach naja, jetzt wo da ein Heizpilz ist, gehe ich dann da trotzdem hin und setze mich anstatt drinnen draußen hin. Naja, so. Es ist ja nur in unmittelbarer Nähe des Heizpilzes ist es ja warm. Oder wärmer, sagen wir es so. Das ändert ja aber trotzdem nichts an dem kalten, regnerischen, schneeigen Wetter, was einem da um die Ohren peitscht durch den Wind. Das ändert ja daran nichts, ja, also es ist dann trotzdem ungemütlich, draußen zu sein. Also, ja, ich sehe da irgendwie nicht so wirklich einen Sinn oder einen Mehrwert drin. Aber gut, die werden sich da, die hoffen sich dadurch natürlich einiges. Ist ja irgendwo auch klar und verständlich, ne? Tja, kann man, wobei, wenn ich jetzt überlege, Tage ja gehört, ging es darum, um die ganzen Clubs und die Clubbesitzer, dass ganz viele gesagt haben, okay, für uns war es das, wir werden es nicht schaffen, definitiv, ja, das klappt nicht, da wird es nichts mehr geben, ist ja auch klar, ne? wenn keiner feiern geht im Club, dann war es das und so ein Club muss halt rappelvoll sein, damit sich das lohnt, damit die Leute was trinken und da fleißig Umsatz generieren, denn damit machen die letztendlich ja Geld, ne? Nicht mit dem Eintritt, der Eintritt ist ja... Und bei dem Ganzen, was du an Auflagen hast und Personal, was du alles brauchst, was auch bezahlt werden will, da geht schon ordentlich Knete für drauf. Und wenn dann halt keiner kommt, Ewigkeiten, und du praktisch nur Kosten generierst, weil halt das Gebäude, die Räumlichkeit, wie auch immer, wo auch immer das ist, ja auch finanziert werden muss. Ne? Du hast trotzdem die Nebenkosten für den ganzen Krams. Ja, verständlich, dass es dann vielen Leuten so schlecht geht. Aber es ist halt auch die Sache, wie will man das dann in den Griff kriegen? Es geht ja nur, indem man dann sagt, oh, naja, gut, ihr dürft ja wieder machen, was ihr wollt. Und das geht halt auch nicht, ne? Wobei letztendlich natürlich auch klar ist, dass wir das alle irgendwie kriegen werden, ist halt nur die Frage, wann. Und ob dann wirklich ein Impfstoff langfristig hilft oder auch nicht. Weil wenn man gesehen hat, wie viele oder wie regelmäßig man jetzt davon liest, dass Leute, die das schon hatten, wieder infiziert sind. Schon nicht ohne, ne? Ja. So, machen wir mal Platz für die Kollegas. Ja, ich bin mal so frei. Ups. Der ist ziemlich empfindlich von der Steuerung her. So. Komisch. Der da vorne rast aber auch ordentlich los, ne? Jetzt frage ich mich gerade, ob es hier so ein bisschen jahreszeitmäßig mittlerweile gibt.
Gute Frage. Wir werden es ja sehen. Wir werden es sehen. Wenn wir Richtung Winter unterwegs sind, ob es dann hier eine Schneelandschaft gibt. Oder mehr Regen. Das wäre auch irgendwie ganz cool, ne? Hm, auf jeden Fall. So. 70 Kilometer noch, dann ist unsere Tour vorbei. Er hat doch ziemlich lange gedauert, ne? Also die Touren dauern jetzt relativ lange. Wir sind jetzt schon bei 10,5 Minuten. Und wir sind immer noch nicht da. Das ist uncool. So ein bisschen, zumindest. Steht da irgendwas? Ne, ist abgehangen. Osnabrück ist geradeaus weiter. Okay. Ätzend. Dann wir schon mal links rüber. Wir sollen ja geradeaus nach Osnabrück. Oder ist hier... Achso, ist Abbiegespur extra. Schön, dass abgehangen ist. So, mal Licht anmachen, hier richtiges Licht anmachen, ne? Genau, wird langsam dunkel. Nicht, dass wir gleich noch Strafe zahlen müssen, weil wir brauchen jeden Cent. Das ist ganz klar, ne? Wir brauchen jeden Cent hier entsprechend. Damit wir... Osnabrück Süd, das ist unsere Abfahrt. Wir sind noch bei knapp 47 Kilometern, das ist in Ordnung. Und relativ viel über Landstraße dann. Naja, es geht. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wegen dem, weil ich diesen Microsoft Flight Simulator fleißig zocke. Den gibt es halt, wenn man diesen Game Pass Ultimate hat. Durch die Xbox habe ich ja den, den kann man den am PC auch kostenlos zocken. Und habe ihn da runtergeladen und fleißig gezockt. Also was heißt fleißig? Also für eine Simulation zocke ich ihn ziemlich fleißig. Ne? Hier und da mal so ein paar Minuten, ein bisschen irgendwo lang fliegen, just so fun. Schon ganz cool. Also ist echt schön gemacht, muss man wirklich sagen. Und ist ja anhand dieser ganzen Satellitendaten, ne? Hier so wie Google Earth mäßig. Und dann frage ich mich, okay, wenn man das da so machen kann, und da sind ja die ganzen Straßen alle zu sehen, und man sieht ja zum Beispiel die Fahrzeuge auf den Straßen, wie sie rumfahren, da frage ich mich natürlich, ist es dann auch möglich, zum Beispiel sowas wie den hier Euro Truck Simulator zu machen, nur anhand dieser Satellitendaten. Klar, es wäre dann irgendwas mit Maßstab 1:1, ne? Aber wäre halt auch schon mal interessant. Also, es hätte auf jeden Fall was. Ich frage mich, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Wahrscheinlich, weil die Entwicklungskosten einfach zu groß sind und die Chance, dass sich das richtig verkauft, sodass sich das die Investition lohnt, aufgrund dieses gefestigten, ja, wie soll man sagen, Platzhirsches hier, dem Euro Truck Simulator, und auch dem ATS, also das sind ja halt die beiden, ne? Also es gibt nichts anderes, außer von dieser Firma, diese beiden Simulatoren. Ja, ich glaube, deshalb traut sich da keiner ran, aber es wäre halt eine coole Idee, ne? Also fände ich jetzt zumindest. Klar, Gelände und Bäume, das sieht man auch, oder auch Häuser beim Flight Simulator, sind halt nicht immer so richtig gut, weil er halt diese Sachen da lädt und das dann daraus generiert aus diesen Daten. Das kann halt nicht so gut sein wie eine handgecraftete Karte, die halt nachbearbeitet wurde und texturiert wurde. Ist ja logisch, aber das könnte man dann ja Stück und Stück an vielen Sachen machen. Also es wäre zumindest mal interessant, ob man sowas in der Richtung machen könnte. Ja, also man kann ja erstmal mit Europa anfangen. Das wäre auf jeden Fall cool. Also ich fände das toll. Also auch hier zum Beispiel ein größerer Maßstab, sodass ich dann wirklich, wie jetzt hier diese Strecke Hamburg-Osnabrück, dann meine 3 Stunden fahre. Das wäre schon cool. Es muss ja jetzt nicht unbedingt so lange sein, ne? Aber so wie jetzt ist es dann praktisch, anstatt 3 Stunden fahre ich hier knapp 15 Minuten. Ja, also ist halt schon vom Verhältnis her viel, viel, viel kleiner, als es wirklich wäre. Aber wie wäre es denn, wenn man statt 3 Stunden, ja, eine Dreiviertelstunde fährt, ja? Oder eine halbe Stunde, Stunde. Wenn man das so einstellen könnte vorher, von wegen so, ja, welchen Maßstab möchtest du bei der Karte haben? Also, irgendwie hätte es ja was. Ja, aber ich denke da, glaube ich, zu kompliziert und zu umständlich, und das ist wahrscheinlich eh keiner, der da Interesse dran hat. Wäre halt nur so ein Gedanke, ne? Mhm. Gut, ich sag mal ganz ehrlich, also ohne Musik könnte ich dann das nicht fahren. Dann müsste ich hier Musik machen.
anmachen und dann gibt es ja wieder Probleme. Zumindest wenn man Zeit Let's Play, ne? Ja, das ist so. Die machen sich da immer ins Hemd, ey. Kriegen doch schon genug Geld und Werbebeteiligung. Bei allem, was man irgendwo hat, ne? Mhm. So, vorsichtig rein hier. Ups, 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 ups. So. So, wir machen jetzt einfach das straight hier einpacken. Ich habe jetzt nämlich nicht so viel Zeit. Ich will die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. Das muss ja nicht sein. So. Sehr schön. Dann... ich glaube, wir haben noch nicht genug, um wieder die nächste Erweiterung zu bekommen. Wir gucken mal. Doch, es hat gereicht. Ach, super. Das heißt, den können wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, haben wir die letzte Stufe davon? Hochwertige Fracht, ja, machen wir. Sehr schön. Dann müsste sich ja vielleicht in Hinsicht der Aufträge noch so ein bisschen was... Also eigentlich müsste sich was getan haben, wir müssten jetzt noch mehr Geld verdienen. Wenn man so reinguckt. 63.000 haben wir, knapp 40.000 brauchen wir noch. Ja gut, okay, der Preis pro Kilometer ist ein bisschen höher, ne? Aber hier... Ja, so richtig viel ist es jetzt auch nicht. Na gut, ich mache mir mal Gedanken, wie wir das lösen können, damit wir vielleicht noch diese Woche zum eigenen LKW kommen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.